Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in unserem Desert Park. Und ihr seht hier schon unsere ersten Bewohner, die sind hier schon am Rumstreifen. Ich finde sie sehr, sehr passend. Drei Uranosaurus haben wir beim letzten Mal gemacht. Und ihr habt ganz tolle Namensvorschläge in die Kommentare auf jeden Fall geschrieben. Und ich würde sagen, die gehe ich jetzt mal durch hier. Der Grüne hat den tollen Namen Ente bekommen. Ist natürlich sehr passend mit dem Schnabel vorne. Wobei er mich ein bisschen mehr an so ein Schnabeltier, heißen die, glaube ich, erinnert. Also die sehen, glaube ich, noch mehr so aus. Aber Ente trotzdem ein sehr toller Name. Dann haben wir hier zum anderen, oh, der rennt gerade, Quasimodo, natürlich auch sehr passend, ne, mit dem Buckel. Die beiden laufen hier gerade, ich glaube zum Futter. Quasimodo, ein sehr toller und passender Name auf jeden Fall. Und als letztes haben wir da Rocky. Ja, steht sogar gerade neben einem Rock, neben einem Stein. Und ja, auch ein sehr schöner Name. Das ist der dritte Uranosaurus, Uranosaurus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und jetzt treffen die sich gerade erstmal hier auf den Klippen und sprechen ein bisschen miteinander. Und ich habe mir einige Dinge, also ich habe mir alle Kommentare durchgelesen, habe mir einige Dinge aufgeschrieben, die ja von euch vorgeschlagen wurden oder bemängelt wurden und so weiter. Und da können wir erstmal zum ersten Punkt kommen, den wir hier gerade ganz gut sehen, nämlich die Felsen. Also einige von euch oder ein paar mehrere fanden, dass die Felsen nicht so gut in diese Wüstenoptik passen und ja, dass es vielleicht zu viele sind und sowas. Aber ich bin mir da noch nicht sicher. Ich weiß halt nicht, was man sonst als Deko-Objekte noch so machen kann. Kann gut sein, wenn das später wirklich die Wüstenoptik zerstört, diese Felsen. Weil so schlecht finde ich es jetzt persönlich nicht. Dann werde ich die auf jeden Fall noch anpassen, ein bisschen ein paar entfernen und sowas. Vielleicht auch alle Felsen entfernen, aber das werden wir dann am Ende entscheiden. Je nachdem, wie das ganze Projekt sich so entwickelt, würde ich sagen. Also es heißt nicht, dass die Felsen hier bleiben. Das war jetzt nur eine Idee, die ich beim letzten Mal ausprobiert habe. Und dann schauen wir mal. Und ja, der nächste Punkt war, ich habe ja gefragt, wie das mit diesem Fluss ist. Ob ihr die Idee gut findet mit einem Fluss. Weil man ja sonst echt wenig Gestaltungs- und Deko-Möglichkeiten habt. Und ihr habt richtig viele Sachen zu dem Fluss reingeschrieben. Eigentlich nur Positives. Also ihr wünscht euch alle diesen Fluss eigentlich. Und der Spinogamer 1 hat zum Beispiel geschrieben, mach einen Fluss, wo drumrum alles schön grün ist, wie beim Nil. Dann kommt der Jagdfreak 4, der hat geschrieben, am Flusslauf ist es auch immer etwas grün, legt die Strecke doch daher. Das heißt, man könnte das direkt verbinden. Man könnte den Fluss mit so ein bisschen Grün verbinden. Man darf aber auch nicht zu viel machen. Und dann könnte man sozusagen versuchen, die Jurassic Tour anhand oder entlang des Flusses sozusagen zu verlegen, sodass das nicht so nicht so schlimm aussieht, wenn man dann so eine Dirt Road kriegt. Also die Idee finde ich eigentlich sehr, sehr cool, Leute. Ihr habt echt gute Ideen. Und die Sophie Zweinig und noch ganz viele andere haben noch geschrieben, dass ich ja die Tour am Rande des Parks entlang legen könnte. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Muss ich mal schauen. Vielleicht kann ich das ja beides so verbinden, dass ich zum Beispiel die Tour ein Stück hier am Rand entlang gehen lasse. Dann am Fluss so ein bisschen entlang und dann wieder am Rand zurück oder so. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee, denke ich. Also vielen, vielen Dank. Und die Sophie Zweinig wollte noch gerne gegrüßt werden. Schöne Grüße gehen raus an dich, Sophie. Und ja, das waren so die Hauptkommentare, die ihr geschrieben habt. Und ich würde sagen, genau mit diesen werde ich mich in dieser Folge befassen. Da sich ja der Fluss gewünscht wurde, würde ich jetzt sagen, dass wir diesen vorläufigen Flussverlauf mal in einen endgültigen Flussverlauf ändern. Das heißt, dass wir jetzt hier eine Entscheidung treffen, wo dann der Fluss langfließen soll. Ist natürlich hier schon von der Höhe echt blöd, was ich hier gemacht habe, ne? Ich hätte vielleicht mal... Ja, ich habe hier echt eine doofe Höhe genommen. Ich hätte mal diese Höhe nehmen sollen, wie auch der Rest des Parks so ist. Ja, das wäre besser gewesen. Ich glaube, ich muss den ganzen Fluss nochmal entfernen, Leute. Das geht nicht anders, weil das hier alles ein bisschen erhöht. Und das wird mir später nur Schwierigkeiten machen, wenn ich das jetzt so lasse. Aber ich finde die Idee eigentlich schon ganz cool, dass das irgendwo hier oben anfängt, der Fluss, dann hier so lang fließt und dann, ja, vielleicht können wir hier nochmal eine Kurve machen und dass der hier irgendwo endet. Wir könnten ja hier die Oase zum Beispiel machen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie die Form der Oase wird. Ich mache jetzt einfach mal so ungefähr, dass man einen Anhaltspunkt hat. Könnte auch hier in die Ecke gehen, aber ich glaube, das wäre zu klein. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen weiter runter gehen. Das könnte man versuchen, dass wir irgendwie so machen. Man kann den ja immer noch anpassen im Laufe. Aber das wird jetzt auf jeden Fall die ungefähre Grundform von dem Fluss werden, der durch den Wüstenpark dann führt. Ich würde sagen, dass wir den hier so lang schlängeln. Ja, hier wird er dann auch schmaler. Der wird allgemein noch ein bisschen schmaler werden, denke ich. Jetzt gerade noch sehr, sehr breit teilweise. Ja, aber jetzt mit der Schmalheit und so, das werde ich definitiv dann noch Stück für Stück anpassen, je nachdem, wo ich gerade dran arbeite, an welcher Stelle.
Dann würde ich hier sagen, hier kann er ruhig lang fließen. Das finde ich ganz cool. Vorne. Jetzt müssten wir auch auf der richtigen Höhe sein, ne? Ja, das sieht noch gut aus. Perfekt. Und dass der irgendwo hier oben anfängt, sozusagen. Hier kann der dann ja aus einem Wald, sozusagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Wald hinmachen, dann sollte man eigentlich nicht sehen, dass der Fluss da gar nicht langläuft. Dann sieht das so aus, als wenn der irgendwo hier oben aus dem Berg entspringt oder sowas. Das wäre ja schon mal gar nicht schlecht. Also ich denke mal, als Grundform ist das schon gar nicht verkehrt. So, und wenn man dann zum Beispiel hier später Bäume einfach hinmacht, dann sieht man nämlich gar nicht, wo der Fluss herkommt. Also der sieht dann so aus, als wenn der einfach irgendwo hier aus dem Wald kommt oder so. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und man könnte dann halt echt überlegen, ob wir irgendwie die Strecke hier so entlang legen. Dann müsste man halt diesen Übergang noch ein bisschen verlegen. Hier lang und dann irgendwie hier rüber über den Fluss und dann hier am Fluss entlang. Das ist eigentlich eine mega coole Idee. Dann hier hinten lang, so an der Oase vorbei und dann hier wieder zum Rand. Und dann könnte man hier wieder zurückgehen. Also ich glaube, das könnte echt funktionieren, Leute. Also eine richtig, richtig coole Idee, die ihr da hattet. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich das gut umgesetzt kriege. Können wir die Strecke neu zeichnen? Dann gehen wir nämlich an den Zaun hier entlang erstmal. Möglichst nah. Damit wir möglichst wenig Sand verschwenden. Also es könnte halt echt cool aussehen, so wie ihr es gesagt habt. Ich hoffe, das klappt. So wie ich es mir vorstelle. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Nicht wie nah wir hier dran vorbei können. Ich frag mich jetzt gerade, also hier ist ja Wasser, ne? Jetzt müssen wir uns natürlich eine Lösung irgendwie überlegen, wie wir. Ich würde fast sagen, wartet mal, wir machen das mal eben anders. Machen wir so. Fern hier nochmal ein bisschen Wasser. Doch hier versuchen wir natürlich am Rand zu bleiben. Und dann können wir irgendwie hier am Rand vorbeigehen. Und dann können wir den Fluss sozusagen, ich führe mal nochmal so ein Stück vor, den Fluss sozusagen ja, so machen. Und dann hier gleich noch Wald hin, dann sollte man das eigentlich nicht groß sehen. Vielleicht können wir hier noch Wasser untermachen auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt geklappt hat. Doch, hat geklappt. Weil dann sieht das zumindest so aus, wenn man in der Tour ist, dass dann das Wasser sozusagen, ihr seht das schon, ne, dass das hier so lang fließt. Also von hier kommt, von rechts und dann nach links fließt. Wovor ich echt ein bisschen das Befürchten habe oder Angst vor habe, ist, dass das alles viel zu grün dadurch wird. Okay, cool. Vielleicht können wir gleich hier noch einen oder anderen Baum unterbringen. Dann sieht das nämlich auch nochmal alles etwas besser aus, von der Strecke her und vom Verlauf her. Hier können wir sogar noch weiter mit dem Sand nach links gehen. Wobei das hier schon so schräg runter geht, ne? Ich glaube, das werde ich gar nicht so doll machen. Ich glaube, das werde ich dann sogar fast mit Bäumen und so bestückt lassen. Was werden wir nachher sehen, wenn wir den Rückweg planen, würde ich sagen. Jetzt müsste man halt noch so einzeln ein paar Bäume platzieren, das wäre cool. Aber ihr wisst ja, wie das mit diesem Tool ist. Und ich finde, dass diese anderen Bäume, die man, also hier diese Bäume, ich finde, dass die immer teilweise so aussehen, als wenn die künstlich gepflanzt sind. Weiß nicht wieso. Aber so, wenn man so einzeln macht, geht's sogar noch. Ich hoffe, das ist hier nicht zu steil. Nee, das geht aber noch klar. Jetzt nicht ganz so schlimm. Können wir sogar noch ein paar mehr Bäume machen. Den Baum weg. Noch ein Bäumchen hin. Es hatte auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass es ja cool wäre, wenn der Fluss erst ein bisschen breiter anfängt und dann immer schmaler wird. Finde ich auch cool, die Idee. Wäre hier sogar. Könnte sogar hier so den noch abzweigend machen, aber dann kommen wir mit der Strecke und so da nachher nicht hin. Das ist doof. Ich würde den halt echt nicht zu breit machen, wenn ich ehrlich bin. Also die Idee finde ich cool, dass der immer schmaler wird. Aber zu breit ist halt auch nicht gut. Soll ja immer in einem Wüstenpark sein und kein Flusspark.
Aber wir müssen ja fast einen Fluss machen, weil man kaum Deko-Möglichkeiten einfach hat für eine Wüste. Ich habe mal eine Frage. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir mal ein Livestream-Parkbauprojekt machen? Ich hätte da schon eine coole Idee, was für ein Motto man für den Park machen könnte. Und vielleicht können wir das ja am Wochenende mal starten, wenn ihr da Bock drauf habt. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen. Falls da viele drauf Lust haben, könnten wir ja mal am Wochenende ein Live-Parkbauprojekt starten. Das würden wir natürlich hier nicht mit dem Desert Park machen. Das würde ganz normal weitergehen mit Videos. Aber ich würde dann einen neuen Motto-Park sozusagen starten unter einem anderen Motto. Was auch sehr, sehr interessant ist. Also das kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Ich habe das schon mal ein bisschen ausprobiert. Und ich glaube, das könnte wirklich ultra cool werden. Machen wir mal den Fluss schön schmal hier. Ja, meinetwegen kann er hier in so einen etwas breiteren Übergang übergehen. Ja, hier ist schon ein bisschen zu schmal geworden. Natürlich wieder zu breit. Ja, die Tools sind teilweise dann auch echt komisch. Ich frage mich ja, warum die nicht einfach alle Tools auf diese kleinere Größe da angepasst haben, nämlich diese hier. Oh, das ist super. Hier, die meine ich. Aber das wäre echt praktisch, wenn einfach alles in dieser Größe gehalten werden würde. Jetzt die Frage, was packen wir unten drunter? Lassen wir da Sand? Am besten schon, ne? Na, wir könnten so teils machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Gras aussieht. Das sieht schon sehr dunkel aus. Also ich glaube, man kann später lieber Sand unten drunter lassen. Und dann zum Beispiel, was ich letztens in einem Zuschauerpark gesehen habe, den ich bewertet habe, diese Pflanzen hier machen, diese lebendigen Pflanzen. Die sehen nämlich sehr, sehr gut aus als Unterwasserpflanzen. Wenn ihr mal schaut, die sehen schon sehr nice aus. Also die machen schon viel her, finde ich. Das sieht doch schon cool aus, ne? Mit den Pflanzen hier. Also ich glaube, das ist schon fast ideal. Wir dürfen nur gucken, müssen nur gucken, dass wir es nicht auch übertreiben hiermit. So krass bewuchern sollten wir vielleicht nur an Stellen machen. Also natürlich soll das hier auch ein paar Pflanzen sein, aber nicht so übertrieben. Sowas würde ich nämlich nur an Stellen machen, wie zum Beispiel hier vorne. Dass wir hier richtig viele Pflanzen machen, da wo es dann auch noch der Wald in der Nähe ist und ganz viel Grün und so. Hier müssen wir auch gleich mit dem Grastool nochmal ein bisschen besser arbeiten, definitiv. Ich würde halt echt gerne mutiger sein mit dem Bäumen und so. Aber ich habe halt Angst, dass ich mir die Optik hier kaputt mache. Die Wüstenoptik. Könnten wir auch eigentlich schon den ersten Futterspender unterbringen, wenn wir das hinkriegen. Und hier mal gucken, dass man hier das Ganze mal so ein bisschen mehr begrünt. Hier oben soll nochmal Sand hin. Dann will ich so einen kleinen Übergang hier machen. Ja, hier ist schon wieder zu krass rübergegangen, finde ich. Hier wäre cool, wenn das noch so wäre, ein bisschen. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus. Vielleicht können wir nämlich jetzt hier den ersten Futterspender für... Aber wir müssen erst die Strecke lang führen, ne? Bevor wir jetzt die großen Futterspender machen. Darf ich immer nicht vergessen. Sonst ist gleich der Futterspender der Strecke im Weg. Das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Ich hoffe, ich komme jetzt hier überhaupt lang geschlängelt, weil ich hier schon so viele Bäume hingemacht habe. Die Bäume sollten ja eigentlich verschwinden. Durch Wasser kann man leider nicht bauen. In der Jurassic Tour. Sehr, sehr schade. Okay. Ja, wir müssen allgemein eh noch viel, viel mehr Grün hier machen. Und auch die Bäume und so sollte ich erst im Nachhinein setzen, wie ihr seht. Aber wir müssen noch viel, viel mehr Grün machen, weil die Strecke ja auch einfach einen grünen Untergrund mit sich bringt. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Also ich muss sowieso mutiger werden, was das angeht. So würde die Strecke dann verlaufen. Okay, die Bäume muss ich wirklich im Nachhinein setzen. Die Idee ist cool, aber ich habe echt Angst, dass uns das die Wüstenoptik kaputt macht. Es sieht auch immer von oben so doof aus. Es sieht so pixelig aus. Woran liegt das denn? Sieht erst richtig... Na gut, hier sieht es jetzt auch nicht gut aus, der Übergang. Aber das ist leider so. Wir machen mal mit dem Tool hier. Rein theoretisch könnte ich hier an der Wasserseite sowieso einmal übergehen. Dann ist so der Wasseruntergrund halb Sand, halb
weg von diesem anderen Moos oder was das ist. Versuch das auch möglichst random zu machen, dass es natürlich aussieht. So, bis hierhin geht die Strecke schon mal, das ist sehr gut. Okay, wenn wir das jetzt hier noch schön mit Büschen und Bäumen und so ausstatten. Ich weiß nicht, ob wir die andere Seite nicht auch vom Ufer zumindest so ein bisschen grünlich machen sollten. Sonst sieht das, glaube ich, unrealistisch aus. Dann sind wir mal hier rüber. Bis hier vorne gehen wir erstmal. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, ich bin da noch sehr skeptisch, ganz ehrlich. Aber ich wüsste nicht, wie wir es sonst machen sollten mit der Strecke von dem Feld. Ich finde die Idee wirklich ultra nice, die ihr gemacht habt. So, hier könnten wir nochmal so einen anderen Baum unterbringen. Passt hier gerade ganz gut. Ist halt cool, dass wir dann wirklich so einen Tourverlauf haben hier, ne? Das sieht schon nice aus. Hier könnte man sogar dann den ein oder anderen Felsen sicherlich noch im Wasser unterbringen. Würde auch sehr, sehr cool bestimmt aussehen, wenn man dann mal hier zum Beispiel einen Felsen hat. Fährt man hier lang, hat hier auch mal einen Felsen drin im Wasser. Wahrscheinlich passen diese Felsen sogar besser ins Wasser als hier oben auf dieser Klippen. Ich würde sagen, wir fahren mal kurz die Strecke hier lang mit dem Tour-Truck und dann gucken wir uns das Ganze mal an, ob das jetzt doof aussieht aus der Sicht. Weil ich glaube, von oben wird das immer doof aussehen, so ein bisschen, weil das einfach... Oh, ich kann noch gar nicht fahren. Mist. Habe ich gar nicht bedacht. So, ich habe jetzt erstmal die Strecke hier am Fluss entlang gelegt und einmal hier rum und dann geht es hier hinten lang. Also es ist schon cool. Könnte echt cool werden, die Fahrt dann. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt hier uns direkt mal einen Truck schnappen und mal hier lang düsen. Und dann mal das Ganze begutachten, wie es aussieht. Also das ist jetzt zum Beispiel rechts der Zaun so ein bisschen hoch, runter und krumm und schief. Das finde ich gar nicht so schlimm, weil es einfach ein Klippen und Berg ist. Und dann ist das halt so, ist der Zaun dann lang gebaut. Es muss ja nicht immer alles glatt sein. Und man sieht auf jeden Fall schon mal zur Linken, dass da Sand ist, dass da eine Wüste ist. Wenn man die dann noch ein bisschen besser gestaltet, so mit ein bisschen mehr Dünen und so. Helle Lichter können die Dinosaurier erschrecken. Also verwenden Sie beim Fotografieren keine Blitze. Ihr gehört, ne? Keine Blitze. Nicht, dass ein T-Rex nicht ist. Und dann kommt man sogar hier direkt beim Entwicklungslabor vorbei. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Ist halt so eine coole Tourstation, wo man dann zum Beispiel hier stehen bleibt und dann sagt man den Gästen, zu Ihrer Rechten sehen Sie das Entwicklungslabor. Hier werden unsere Dinosaurier ausgebrütet und freigelassen und sowas. Wäre schon sehr, sehr nice. Was ist dann? Es wäre cool, wenn man so Stops einbauen könnte. Das wäre echt nice. Hier vorne. Das sieht eigentlich auch ganz cool hier aus, dass hier schon so teils Sand ist, dann so Gras. Also der Übergang hier gefällt mir schon sehr, sehr gut. Dann fährt man hier nochmal in einen Dschungel rein. Mit was soll man die denn füttern? Mit sich selber, die Fleischfresser. Hier links könnte man noch mal ein paar mehr Felsen und so reinbringen, finde ich. So, dann fährt man hier rum. Das mit den Säulen hier finde ich auch ganz cool, dass man hier an den Säulen vorbeikommt. Das werden wir auf jeden Fall so beibehalten, so zumindest ungefähr, dass die Strecke da lang läuft. Vielleicht können wir ja die auch mit dem Fluss entlang laufen lassen oder so. Das weiß ich auch noch nicht. Hat ja auch mal jemand in die Kommentare geschrieben. Aber an sich finde ich es gar nicht schlecht, dass es hier so schön grün ist mit den Pflanzen und sowas. Nur sieht man halt leider nicht bei der Tour dann so viel von der Wüste, ne? Aber wir können halt auch nicht mitten in die Wüste reinfahren, weil einfach die Strecke halt einen Dirtweg hat. Ich hoffe, die ändern das noch, dass man solche Untergründe auch farblich verändern kann. Dann kann man nämlich, hat man nämlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Das wäre echt cool. So. Okay, das wäre jetzt das Stück gewesen. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und wenn man dann ab und zu mal so Dinosaurier so am Rand hier am Fluss sieht, ist ja auch cool, wenn man dann hier stehen bleibt. Und dann sieht man hier zum Beispiel einen Dino beim Trinken.
sehr, sehr nice Sache, denke ich. Und ja, der Verlauf würde dann hier den Fluss noch die ganze Zeit entlang gehen und dann wieder am Rand zurück. Also ist eine sehr, sehr nice Idee. Ich glaube, viel besser können wir es auch nicht machen. Ich werde jetzt erstmal noch hier vorne so ein paar Felsen reinmachen, weil das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Felsen mag ich sowieso super gerne von der Optik, auch wenn die pixelig sind. Das verstehe ich ja bis heute nicht, warum die so eine schlechte Textur da verwendet haben. Bei den Felsen. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, ich mache mal auf dieser Seite auch einen Felsen, mache dann den Wald mal dahinter weiter. Ah, jetzt komme ich hier gar nicht in die Sicht, wie es aussieht. So, dann hat man mal da einen Felsen. Bringt halt auch so ein bisschen Variation rein. Vielleicht könnten wir auch hier hinten noch einen Futterspender einbauen. Ich meine, ich würde ja gerne diese Paleo-Futterspender nehmen, aber müssen wir auch nicht immer machen. Wir können ja einfach mal hier einen stinknormalen hinmachen. Einfach mal hier vorne, dass hier auch der ein oder andere Dino eventuell mal in den Wald gelaufen kommt. Wobei ich die Dinos ja lieber in der Wüste hätte, aber das passt schon. Hier einfach mal ein Futterspender zwischen ist ganz cool. Dann könnten wir hier vorne nochmal, wir könnten auch noch Palmen und so machen später. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, hier so Palmen hinzumachen am Rand und nicht Bäume. Könnte halt auch cool aussehen, wenn man hier alles mit Palmen macht. Was meint ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Meint ihr, das würde besser aussehen, wenn man hier mehr mit Palmen arbeiten würde? Bloß bei Palmen ist halt der Problem, oder das Problem, dass man nur diese große Palme hat und diese kleine. Also die beiden hat man leider nur zur Verfügung. Da hat man dann leider nicht mehr ganz so viel Abwechslung. Noch machen könnte, ist dann mal ab und zu so ein bisschen zumindest hier beim Übergang noch mal so zu machen. Das wird dann immer ganz schnell zu stark. Also dass es so ein bisschen dunkel und so mal ist, dass es nicht gleich richtig krass zum Sand übergeht. Ein paar dunkle Stellen noch in den Sand. Und dann später, wo es richtig Wüste ist, also hier hinter zum Beispiel, dass es da dann richtig sandig ist. Vielleicht könnten wir hier auch nochmal so ein bisschen Klippengras drauf machen. Ich weiß jetzt nicht, Küstengebiet sieht wahrscheinlich nicht so gut aus, ne? Aber das geht eigentlich auch klar. Ja, könnten wir auch mal machen. Aber ich will das halt auch alles nicht zu grün gestalten. Das kann man, denke ich, auch verstehen. So. Aber das ist immerhin schon mal etwas, dass hier so ein bisschen Gras wächst. Ja, auch nicht verkehrt. Jetzt können wir hier auch nochmal den ein oder anderen Busch reinmachen. Dann sieht das Ganze ja schon mal ein bisschen besser aus. Aber ich weiß schon, was ihr meint hier mit den Klippen. Das kann gut sein, dass das später echt doof aussieht. Also es passt jetzt schon irgendwie nicht mehr ins Bild. Also kann gut sein, dass ich diesen Bereich später wieder entfernen werde. Aber das entscheiden wir dann. Ich kann ja mal so eine Palme platzieren und dann sehen wir mal, wie das mit einer Palme hier aussehen würde. Wäre ja auch realistisch, ne? Warum sollten da keine Palmen wachsen? Also das wären so die beiden Palmen, die wir zur Verfügung hätten. Und ich glaube, das könnte sogar besser aussehen. Also schreibt es mal in die Kommentare, was ihr besser finden würdet, wenn ich hier am Fluss mit Palmen arbeite oder mit Bäumen halt. Ich glaube, Palmen machen halt nicht so die Wüstenoptik kaputt. Es hat nur das Problem, dass wir nur zwei verschiedene Palmen haben. Beziehungsweise wir haben sogar drei verschiedene. Man kann mit etwas Glück nämlich auch so Palmen platzieren, wie ihr hier seht. Da sind zum Beispiel welche. Es gibt auch so ganz kleine Palmen. Hier diese, ja. Seht ihr die? Das ist, glaube ich, auch eine Palme. Die kann man auch mit etwas Glück platzieren. Aber das ist halt hier bei diesem Standard-Tool hier. Bei diesem hier. Da muss man dann halt ganz viel auf Glück, gut Glück arbeiten. Geht halt leider nicht anders. Hier sind zum Beispiel auch noch ein paar Palmen und so. Schade, dass man solche Bäume nicht einfach manuell platzieren kann, dann hätte man schon viel, viel mehr Möglichkeiten. Einfach mal so eine Mini-Palme irgendwo hin, das wäre schon mega nice. Als nächstes bauen wir dann nochmal hier vorne, würde ich sagen, den Futterspender nochmal ein bisschen schöner. Ich weiß gar nicht, ob wir den nicht an der Stelle sogar lassen könnten, rein theoretisch. Und einfach, das ist ja schon der schöne Dings-Futterspender, aber es wird nicht klappen, ne? Ne. Weil wenn ich im Nachhinein mit dem Tool herumgehe, hat man immer diesen blöden Rand. Aber die Position finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt auf der Seite. Müsste man dann halt nur vorher das Grüne einzeichnen. Würde das ganz cool aussehen.
So, und jetzt müssten wir sozusagen nochmal den neuen Paleo-Futterspender platzieren. Und dann können wir das Ganze nochmal wieder verzieren. Machen wir den mal ein bisschen schräg. Finde ich immer schöner. Und jetzt schicken wir mal eben... Ah ne, wir müssen erst Pflanzen auswählen. Wir nehmen natürlich wieder unsere drei Stück, die wir schon hatten, für die Uranosauren. Und dann schicken wir mal unser Ranger-Team los. Die sollen das Ganze mal auffüllen. Und in der Zeit, wo die auf dem Weg sind, mache ich nochmal hier so ein paar Büsche hin. In theoretisch könnten wir auch an dieser Stelle mal wieder ein bisschen lebendige Pflanzen benutzen. Aber auch nicht zu viele hier am Rand. Könnte man dann wieder eher mit den anderen arbeiten, finde ich. Ja, wir müssen das jetzt immer alles nach und nach so machen. Ihr seht das ja schon. Bin mal gespannt, wie das Gesamtbild am Ende aussieht. Also wenn dadurch beim Gesamtbild dann eine Wüstenoptik entstanden ist, dann bin ich zufrieden. Weil das ist mit den Mitteln, die uns hier gegeben werden, in Jurassic World Evolution gar nicht so einfach, eine schöne Wüste zu bauen. Ich hätte so viele Ideen, man kann sie nur leider nicht umsetzen. So, jetzt ist der Futterspender nämlich schon mal so ein bisschen schöner platziert hier. Ist zwar jetzt alles ein bisschen grüner geworden, aber ihr habt ja eh sowieso gesagt, dass ich am Flusslauf ruhig ein bisschen mehr alles grüner machen kann. Ist auch nicht verkehrt, ne? Hier noch eine Palme hin. Und ja, hier werden wir später dann noch weiter das Ganze führen. Aber ich warte erstmal ab, was ihr in die Kommentare schreibt, ob wir jetzt hier Palmen machen, Bäume und sowas. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig hier für die Entscheidung. Und zu guter Letzt haben wir natürlich wieder neue Dinosaurier, die jetzt im Park freigelassen werden. Nämlich Chunkingosaurus. Wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass der gut in der Wüste passt. Und da haben wir einmal das Wüstenmuster und einmal das Savannenmuster. Also ich habe sozusagen dreimal Wüstenmuster, einmal Savannenmuster. Der hat bessere Werte in der Hoffnung, dass er das Alpha-Tier wird. Weil es würde mich immer freuen, wenn dann der andersfarbige auch das Alpha-Tier ist. Das ist immer cool. Der Hyango hat übrigens eine richtig, richtig tolle Animation. Das werdet ihr gleich sehen. Oh, ist das nicht niedlich? Und der Skin ist echt super. Der passt richtig gut. Hyango, habe ich gerade Hyango gesagt? Chunkingo meine ich natürlich. Ja, man kommt, also ich komme damit immer sehr durcheinander. Aber der Skin ist ja mal richtig nice. Also der passt richtig gut in unseren Park. Perfekt für die Wüste. Und wir lassen mal noch die anderen beiden schnell frei hier. Können wir nochmal den Jump uns angucken von der anderen Seite. Das Geräusch dabei ist auch süß. Oh. Toller Dino. Chunkingo. Next. Und den schauen wir jetzt mal eben nicht zu. Ihr könnt natürlich, wie immer, für die neuen Dinosaurier gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier in meinem Park. Würde ich mich sehr drüber freuen. So, da wird nochmal der dritte freigelassen. Also wir haben vier neue Dinosaurier jetzt in unserem Park. Ah, der Skin ist ja wirklich super, ne? Wenn alle Skins in dem Muster wären, das wäre wirklich ideal. Ich bin jetzt mal sehr gespannt gleich auf das Savannenmuster. Lassen wir nämlich jetzt auch frei. Ah, die hoppeln schon da drüber in den Wald, weil der am nächsten dran ist wahrscheinlich, der Futterspender. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, ne, den hier hin zu platzieren, weil hier werden wahrscheinlich die meisten Dinos erstmal hingehen, weil der halt näher dran ist als der Futterspender. Und ich glaube, die suchen sich immer den kürzesten Weg, ist ja auch logisch. So, Savannenmuster und hoffentlich das Alpha-Weibchen. Der Skin ist auch cool, aber der andere ist cooler. Ich bin froh, dass ich von dem anderen drei habe. Oh, so putzig. Okay, Leute, das sind unsere vier neuen Bewohner für unseren Park. Ja, das mit dem Futterspender hier, das muss ich nochmal nächste Folge überarbeiten. Aber ich würde sagen, Leute, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wenn ihr einer von den Chunkingos sein wollt, dann schreibt gerne einen schönen Namensvorschlag in die Kommentare. Und mit etwas Glück seid ihr dann dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir wieder Tipps und meine Fragen beantwortet, die ich gestellt habe. Weil ich will das ganze Projekt natürlich mit euch gemeinsam gestalten. Und ich denke, wir werden am Ende ein cooles Ergebnis hinkriegen. Falls euch das Ganze gefällt, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.